Eileen Tetzel. Das ist keine Preisträgerin, sondern eine Frechheit. Ja? Also die hat 2013 noch den Preis für die beste Nachwuchsschauspielerin gewonnen. Da war jetzt mal rein von der Optik her, da war sie gerade mal 12. Und jetzt, 2 Jahre später, ist sie mit 17, ist sie schon wieder nominiert. Mein Tipp, Mäuschen. Wenn du jetzt schon alles abräumst, was machst du denn, wenn du so alt bist wie ich? Die Jurybegründung. Im letzten Jahr noch Nachwuchs und jetzt nominiert in der Profikategorie beste Darstellerin einer komödiantischen Rolle. Neben dem Glück, mit den richtigen Aufgaben gefördert zu werden, gehört auch ein besonderes Talent dazu. Es sind Eileen Tetzels erstaunliche Vielschichtigkeit und ihre präsente Sensibilität in kleine Schiffe, die überzeugen. Und nicht zuletzt das wunderbare Zusammenspiel mit ihrer großartigen Partnerin Katja Riemann. Und die Gewinnerin ist Eileen Tetzel, Kleine Schiffe. Ich bin aber auch auf Antibiotika. Ich habe eigentlich gerade eine Mandelentzündung. Entschuldigung, dass ich dich gerade umarmt habe. Vielen Dank, liebe Jury, für diesen großartigen Preis. Ich bin sowieso schon die ganze Zeit so geflasht von dieser Veranstaltung, weil die so krass geworden ist in den letzten Jahren. Also das fing ja alles so kuschelig an und jetzt ist es hier in so einem riesen Saal und ich finde auch, das ist echt inzwischen so die lustigste und lässigste Preisverleihung Deutschlands. Also toll, wie ihr das macht, das ist richtig, richtig schön hier. Ich möchte mich gerne ganz, ganz, ganz herzlich bei Katja Riemann bedanken, die ohne die das irgendwie alles gar nicht funktioniert hätte in Kleine Schiffe. Von der habe ich ganz viel gelernt. Sie ist echt eine der größten Komödianten, die ich kenne und ich bin sehr stolz mit ihr, dass ich mit ihr spielen durfte. Und ja, ganz herzlich möchte ich mich auch bei meinen Agentinnen bedanken, Beat Wolgers und Britta von Gehlen. Agenturen sind so wichtig für uns Schauspieler und ich weiß, wir sind nicht die einfachsten Persönlichkeiten und daher mal ein ganz herzliches Dankeschön an die Agenturen, dass ihr das so gut mit uns aushaltet, alle Höhen und Tiefen und es gibt so viele Tiefen, auch wenn man gerade eine Höhe hat und deswegen, ja, vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr an unserer Seite seid und mit uns kämpft und ich wünsche euch eine großartige Party. Ich muss gleich zurück in mein Bett.